Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Abenteuer aus der Gruft 1 von Pegasus Press für Cthulhu. Viel Spaß! So, worum soll es gehen? Abenteuer aus der Gruft Nummer 1 ist ein erster Zusammenschluss von drei Abenteuern, und ihr könnt sie hier erkennen auf der rechten Seite: Die schreckliche Welt des Paul Wegner, Eisige Tiefen und auch Blues für Marnie. Und das ist laut Umfragen im Cthulhu-Forum, könnt ihr nach unten erkennen, wo ihr dann zum Forum kommt. Ich kann das auch alternativ nochmal verlinken. Ja, die besten Abenteuer, die nominiert worden sind, Heiko Gill ist da aktuell sehr drum bemüht, als Chefredakteur die besten Abenteuer zu nominieren und dann nach und nach herauszubringen. Mittlerweile ist auch schon Abenteuer aus der Gruft Nummer 2 herausgekommen. Aber darum werden wir uns dann ein weiteres Mal kümmern. Eventuell folgen auch noch Teil 3, Teil 4 oder so. Aber wir kümmern uns jetzt erst einmal um diese Abenteuer. Wir beginnen wie immer mit Abenteuer Nummer 1, die schreckliche Welt des Paul Wegner. Die Charaktere werden durch gewisse Umstände in eine sogenannte Egosphäre gedrängt oder verdrängt und müssen dann dort in der Welt eines Psychopathen überleben, entkommen. Ja, also es ist eine symbolische Reise, so steht es dann hier eben auch schon in der Übersicht drin, und das verrät eigentlich auch genau das, worum es geht. Ich finde schon einmal das nächste Bild auf der nächsten Seite dann ganz gelungen. Denn ja, sie werden mit verschiedensten Dingen konfrontiert und bemerken zunächst gar nicht, dass sie sich in einer Paralleldimension befinden. Zunächst wirkt es alles sehr obskur, sehr verstörend, und es gibt dann verschiedenste, ja, Szenen, die sie dann in eine gewisse Richtung lotsen. Ja, ihr könnt sie dann hier schon erkennen, die Schaufensterpuppen oder Menschen ohne richtige Gesichtsausdrücke, ohne richtige Emotionen. Denn ja, wir befinden uns in der Welt eines Psychopathen, der dann sich nicht mit Emotionen oder so etwas auskennt, und daher sind auch alle NPCs, so nenne ich sie einfach mal, also die anderen Charaktere, die sich in dieser Sphäre befinden, ebenso emotionslos oder tun halt merkwürdige Dinge. Die Charaktere stellen einfach fest, dass sie sich jetzt in dieser Welt befinden und dass es sich wohl um eine zentrale Person dreht, die dann hier sich bewegt, und zwar den namensgebenden Paul Wegner. Sie können dabei herausfinden, dass er verschiedenste Situationen, verschiedene Stationen in seinem Leben dann sehr gelitten hat. Nicht nur in einer Großstadt, sondern eben auch dort, wo er wohnt, mit seinem Nachbarn, mit seiner Mutter, mit den Personen, die ihn umgeben, die ihn eigentlich fürsorglich behandeln sollten, die allerdings nicht damit klarkommen, dass er so anders ist als all die anderen Kinder. Nach und nach werden die Protagonisten, die Ermittler dann, die in diese Welt geraten sind, mit den NPCs, mit diesen Nichtspielercharakteren konfrontiert. Das sind dann ein Busfahrer, der Schattenriese, jemand, der bei einem Dönerstand arbeitet. All mit diesen Menschen werden die Charaktere konfrontiert, beispielsweise auch noch mit einem Obdachlosen, mit einem Straßenpenner, der dann am Rand liegt. Und die haben mehr oder minder mal, ja, Standardsätze, könnt ihr dann hier auch erkennen, also all das, was sie auszeichnet. Der Döner, wenn sie dann in einer Dönerbude sind, schmeckt nach Asche. Also es ist alles ganz obskur. Es ist eine merkwürdige Welt von Paul Wegner. Sie können dann durch die verschiedenen Stationen hindurchgleiten, mehr und mehr Dinge herausfinden, die ihnen dann noch nützen, und am Ende müssen sie auch in das Haus von Paul vordringen, wo sie dann nicht nur mit dem Nachbarn konfrontiert werden, sondern eben auch versuchen müssen, zu dem Jungen durchzudringen, damit sie eben durch Paul wieder zurück in ihre eigene richtige Welt gelangen können. Und sie werden natürlich auch von NPCs angegriffen, wenn ihr euch jetzt diesen Schattenriesen ansieht. Aber dieser Paul, auch wenn er ein psychopathischer Junge ist, eigentlich hat er natürlich keine Schuld an dem Einfluss, an den Dingen, und sie müssen ihm einfach ihm helfen und so ein bisschen auf seine Seele eingehen. Und das kann sehr, sehr schöne Spiele ermöglichen, aber ich finde, es ist unglaublich verstörend.
Es gibt dazu auch noch bereits ein Actual Play von einem befreundeten Livestreamer, von einem befreundeten YouTuber von mir. Werde ich euch oben verlinken. Einfach mal oben auf das i drücken rechts, da das Abenteuer bereits schon etwas älter ist. Es ist wie gesagt eine Neuauflage, weil es so sehr gut ist, weil es so sehr verstörend ist. Also an dieser Stelle ist das die ganz grobe Zusammenfassung von diesem Buch. Man befindet sich in einer schattenhaften Skizze einer Zwischendimension, einer Sphäre, in der sie dann eben die Gedanken- und Emotionenwelt eines Psychopathen versuchen können nachzuerleben, was auch einen hohen Anspruch an den Spielleiter dann stellt. Aber an dieser Stelle die Empfehlung geht raus. Es ist mal ein ganz anderes Cthulhu-Abenteuer als die sonstigen. Ja, eisige Tiefen. Es geht um eine Insel. Das ist natürlich bei einem Thema wie Cthulhu immer sehr, sehr beliebt. Es geht nicht darum, dass irgendwie die Charaktere dort runtersteigen müssen, sondern dass irgendetwas von den eisigen Tiefen heraufkommt. Ja, auf den Prinz-Edward-Inseln, ihr könnt es dann auch im Text schon lesen, irgendwo zwischen Indischem Ozean, auf halber Strecke zwischen Südafrika und der Antarktis. Es wird also kalt. Ich persönlich würde es aber allerdings noch ein bisschen besser finden, wenn man dann nicht mit Kälte spielt, sondern wenn man dann in sehr warmen Gebieten spielt. Das Ganze würde nämlich ebenso funktionieren, wenn man das nicht mit Schnee und Eis und ekelhaften Winden spielt, sondern wenn man das auf einer Insel spielt, die dann ja eher dann tropische oder subtropische Temperaturen hat. Aber worum soll es gehen? Eisige Tiefen. Die Charaktere kommen auf eine Insel. Es kann entweder darum gehen, dass sie bei einem Preisausschreiben einen Abenteuerurlaub gewonnen haben oder aber, dass sie mit einem Flugzeug oder mit einem Ballon auf der Insel abstürzen. Finde ich persönlich gar nicht so gut. Würde ich an dieser Stelle nicht empfehlen. Es könnte aber auch sein, dass sie Wissenschaftler sind und dann ihre Kollegen ablösen oder aber, dass sie von der UNO kommen. Also von der United Nations Organization, oder aber, dass sie ja irgendwie was ganz anderes aufklären müssen und nicht von der UNO kommen, sondern von irgendeiner Polizeibehörde, die dann mysteriöses Verschwinden aufklären soll. Also der ganz normale Ermittlerjob. Ich persönlich finde die Möglichkeit mit dem abgestürzten Flugzeug gar nicht so sehr toll, aber wird hier wie gesagt vorgeschlagen und da kann sich der Spielleiter dann selbst bedienen, was auch immer er dann da tun wird. Ja, wie bei jedem guten Abenteuer fängt das dann auch an damit, dass sie die Insel zunächst erkunden und dann auf die Forschungsstation treffen. Entweder weil sie sowieso schon wissen, dass sie da ist oder weil sie die dann irgendwie entdecken. Es gibt allerdings auch noch ein paar andere Stationen, einige andere Häfen, die sie dann dort decken können, die teilweise auch schon mehrere hundert Jahre alt sind, weil die Insel auch schon für andere Dinge benutzt worden ist und dann nicht nur für ja, Klimakampf oder so etwas oder eben Geophysik oder Meteorologie. Was sie beim Erforschen der Station feststellen, ist, dass sie sehr verlassen ist und das eigentlich nicht so sein sollte, dass es einige Unterlagen gibt, die sie vielleicht interessieren könnten und auch, dass sie dann feststellen, dass es wohl so etwas wie Kämpfe gab oder dass umgestürzte Sachen in den Zimmern liegen, Türen, die aufgebrochen sind und sie nicht wissen, wohin die dann verschwunden sind. Ja, und was soll man dann machen? Soll man dann auf einer riesigen Insel herumstreifen? Sie können es zumindest versuchen, aber vor allem wird dann die Temperatur das Problem. Sie müssen sich ja so erstmal wieder etwas aufheizen, akklimatisieren, müssen dann die Dieselaggregatoren wieder anschmeißen und dann nach und nach dann versuchen, das Ganze zu einer Station zu machen, in der sie dann auch auf Hilfe oder auf Rettung warten können. Denn selbst wenn sie nur die Ablösung sind, ihnen muss klar sein, dass hier etwas nicht stimmt. Sie können dann im Laufe des Abenteuers feststellen, dass der Boden wohl leicht bebt, dass es zu kleinen Erdbeben kommt und das mag ihnen merkwürdig vorkommen. Vor allem aber gibt es auch eine animalische Fluchttendenz, denn die Katzen, es gibt unglaublich viele Katzen auf der Insel, die werden ebenso von der einen Richtung in die andere Richtung laufen und versuchen sich dann in Sicherheit zu bringen. Das kann auch ein sehr schöner Red Herring werden, wenn das der Spielleiter richtig einrichtet, wenn man dann sieht, wie mehrere Tausende von Katzen dann über die Insel laufen und ja, sich dann versuchen zu retten.
Es kommt dann aber auch dazu, dass sich dann erste Leichen regen, die sie entweder gefunden haben oder die dann auf sie zukommen und sie dann erst erkennen. Denn ja, es fängt dann so ein bisschen an mit einer Zombie-Apokalypse, die dann durch die tiefen Wesen und durch die Magie dann heraufbeschworen wurde. Finde ich ein bisschen merkwürdig vom Hintergrund, aber ja, es wird dann zu einem Survival-Apokalypse-Zombie-Szenario, bis sie dann ja doch die Leichen nach und nach besiegen können. Können sie dann mit verschiedensten Dingen dann improvisieren und sie merken aber auch, dass das nicht reicht und dass da wohl noch einiges auf sie wartet, dass es noch andere Erdbeben gibt, dass es dann Funksignale gibt, Hilferufe von der Station und dass sie wohl auch entdecken, dass ein zweites Schiff anlegt oder ein drittes Schiff, je nachdem, wie sie dann gekommen sind, dass sie dann vielleicht rettet. Vielleicht habt ja schon irgendjemand Hilferufe gehört von der ersten Expedition, von den ersten Wissenschaftlern, die dann jetzt erst aufgetaucht sind. Und sie müssen dann versuchen, wenn sie begreifen, okay, Leichen sind sowieso nicht normal und Erdbeben und diese Katzen, die von der einen Insel zur anderen rennen, sie müssen hier auf alle Fälle weg, denn das ist nichts, wo sie auf lange Zeit bleiben wollen und können. Daher möchten sie dann auch dieses Schiff aufsuchen. Was sie allerdings feststellen ist, wenn sie das Schiff sehen und erkennen können, wie sie auf sie zufährt, dass es nicht langsamer wird und dass wohl von Bord irgendwelche Menschen runterspringen oder wir nennen sie einfach mal Humanoide. Ne? Und das Schiff wurde natürlich auch überfallen von den tiefen Wesen, die jetzt da aufgeräumt haben. Und so muss man dann versuchen, mit diesem ankommenden Schiff, das dann an der Insel zerschellt, klarzukommen. Man muss versuchen, dann einer Atombombe auszuweichen, die dann nach und nach eben auch nochmal hochgeht, die Insel vernichtet mit den tiefen Wesen. Und es sind sehr viele Elemente, die dann für eine schöne Horroratmosphäre sorgen könnten. Ich bin der Meinung, dass das Wetter mit diesen eisigen Bedingungen eher abträglich ist, weil ich auch nicht gerne im Eis und im Schnee spiele, sondern weil ich würde dann an der Stelle eine sehr tropische Insel draus machen. Ich meine, wir haben auch genug Insel im Pazifik, die dann eben auch für solche Atombombenexperimente genutzt worden sind und die dann auch noch sehr nahe an Relier liegen würden. Also da an der Stelle könntet ihr die Abenteuer auch etwas versetzen, etwas verändern. Aber das ist so die Grundessenz, dass die Ermittler auf einer Insel eingesperrt sind bzw. gefangen sind und dass sie sich von dort dann mit tiefen Wesen und einer Atombombe unter ihnen retten müssen. Ich wünsche viel Spaß. Ja, Blues für Mani, in meinen Augen das beste Abenteuer hier drin. Es spielt nicht wie die anderen Abenteuer im Nau-Zeitalter, sondern 1920 in einer amerikanischen Großstadt, die beliebig verändert werden kann. New York, Chicago, es kann auch irgendwas anderes sein, San Francisco. Und es geht darum, dass die Charaktere, dass die Ermittler in einem Nachtclub sind, wo sie zunächst einmal eingelassen werden müssen und dann. Ja, dürfen Sie sich dort zu einem Buchhalter setzen, denn das ist noch der Platz, der frei ist. Sie setzen sich dazu, können kurz noch mit ihm reden, können kurz der Musik zuhören. Warum genau Sie dort sind, ob Sie sich auch vorher kennen, ist erst einmal nicht relevant. Zumindest sitzen Sie dann alle an einem Tisch, gemeinsam mit diesem Buchhalter. Die Musik geht los und wie es dann eben für die damalige Blues-Szene so üblich ist, sind das dann auch alles Schwarze bzw. Afroamerikaner, die dann dort spielen und ja, während dort dann die Musik gespielt wird, können Sie mitbekommen, wie von hinten sich eine weitere Person Ihnen bzw. dem Tisch nähert. Nach einem kurzen, sehr kurzen Gespräch wird dem Buchhalter von hinten in den Kopf geschossen, sodass die Charaktere auch mit Blut besudelt werden. Er bricht auf der Tischoberfläche zusammen und die Person verschwindet wieder. Also versucht es zumindest, würde ganz gerne entfliehen. Ja, zur Not schießt er dann auch noch weitere Kugeln gegen Ermittler, die ihn dann aufhalten oder aufhalten versuchen. Ja, und damit beginnt das Abenteuer. Ich finde es ganz schön, dass die Charaktere unabhängig von ihren eigentlichen Professionen dann so zueinander kommen, so dass das Abenteuer auch direkt beginnt. Ja, und wie geht's dann weiter? Die Charaktere können dann mitbekommen, noch total im Schock, wie diese Person mit einem ja, zerstörten Kopf, mit einem Hinterkopf, zerstörte Gehirnmasse, sich dann wieder zuckend erhebt zu dem Klange der Musik, zu dem Blues, der jetzt gerade gespielt wird.
Er erhebt sich und hat dann natürlich auch gewisse Rache-Tendenzien. Es geht dann auch darum, dass so ein bisschen Panik in dem Club ausbricht. Es wurde dann ja auch irgendwie mitbekommen, dass ein Schuss sich gelöst hat. Irgendwann hört auch die Musik auf zu spielen. Leute versuchen dann aus dem Club zu fliehen. Spätestens wenn dann eine torkelnde Leiche an den Gästen vorbeiläuft, denen da auch das Gesicht fehlt, also auch spätestens dann ist der Club in heilloser Panik. Diese Zombie, mysteriöse Figur, dieser Buchhalter, möchte nicht andere Leute töten, sondern nur seinen Mörder. Lässt dann also die anderen Gäste in Ruhe, wird dann allerdings auch kaputt getrampelt durch einfach diese Panik, die sich dann um sich greift. Und ja, wird dann dort zertreten. Hoffentlich die Charaktere nicht. Die Charaktere können das dann hoffentlich überleben und können dann am nächsten Morgen mitbekommen, dass es einfach nur eine Panik war und ach, diese Flüsterkneipe, die dann in diesem Tanzclub Blue Heaven war, das ist alles ganz furchtbar und der Bürgermeister schockiert, er war natürlich auch nicht an diesem Abend da, er wusste natürlich auch von gar nichts. Also dieses Spiel mit der Presse, mit der Zeitung, mit der Prohibition, mit dem Verbot von Alkohol, mit dem FBI, was damit reinspielt, also es sind viele, eine große Gemengelage und dieser Mörder, beziehungsweise auch dieser Buchhalter, die da beide miteinander im Clinch standen, ziehen natürlich auch noch einmal Gangster an. Denn ja, was wäre Chicago, was wäre New York, was wäre das Jahr 1920 ohne echte Gangster, ohne die Mafia? Denn auch die mischt wieder mit und auch die hat dann nach und nach mitbekommen, dass es wohl um diesen Blues ging, um dieses Musikinstrument. Sie können dann einen derjenigen gefangen nehmen, die für den damaligen, ja, die für den Blues verantwortlich waren und dann dabei feststellen, dass in dem Instrument magische Kräfte wohnen. Wer auch immer das jetzt verflucht hat, das sind natürlich die großen Alten, die dann dahinter stehen, hinter diesem Musikinstrument, mit dem man dann die Toten erwecken kann und sie stellen fest, dass es dann daran liegt. Die Charaktere können bei ihren Ermittlungen dann ebenso auf diese Gangster treffen, hoffentlich ermitteln sie. Und dabei dann hoffentlich auch ebenso den Grund erfahren, woran es liegt, dass dieser Tote jetzt wiedergekommen ist und warum sich dieser Abend so hässlich entwickelt hat. Ende des Tages ist dann, dass die Gangster sich entweder selbst über den Haufen schießen oder aber, dass die Polizei anrückt, wenn die Ermittler dann da clever agiert haben. Der Trompetespieler Leroy Turner, der dann dafür zuständig ist, kann mit seiner Trompete entkommen und geht dann zu einem Friedhof, wo er seine tote Mani wieder erwecken möchte. Denn er hat gesehen, dass jetzt zweimal hintereinander die Toten wieder auferstanden sind. Denn es gab noch einen weiteren Todesfall, der dann durch die Mafia zu verantworten ist. Leroy Turner hat zumindest verstanden, dass sein Instrument dafür zuständig ist, möchte seine tote Frau wieder erheben und stellt dann allerdings auch fest, dass nicht nur sie aufsteht, sondern der gesamte Friedhof. Das Abenteuer an sich hat sehr, sehr schöne Szenen und auch sehr, sehr schöne Ideen. Ein nicht wirklich richtiger Kultist, sondern einfach nur jemand, der Gutes möchte, der seine Frau wieder zurückbringen möchte. Die Gangster sind natürlich noch im Hintergrund, das FBI kann noch mitermitteln, der Bürgermeister, die Presse, all das kann noch irgendwie den Charakteren, den Ermittlern in den Weg geworfen werden. Es kann also sehr, sehr viel hier miteinander kombiniert werden. Aber die Kritik, die ich an diesem Abenteuer habe, ist, dass es sich eher anfühlt wie ein Film oder wie ein Roman, nicht so sehr wie ein Abenteuer, denn die Charaktere können hier am Ende wenig Einfluss nehmen und eigentlich sollen sie nur zusehen, wie die einzelnen Plotfäden funktionieren und wie es dann am Ende abläuft. Ich hatte also beim Lesen nicht das Gefühl, dass es ein richtiges Abenteuer ist, sondern auch nicht mal, dass es richtiges Railroad ist. Denn selbst bei einem Railroad-Abenteuer könnte man am Ende Einfluss nehmen, ganz am Ende, aber selbst das funktioniert hier nicht. Man darf also einfach nur zusehen, wie andere Leute andere Dinge tun. Und es ist ein sehr schönes Abenteuer und es hat sehr schöne Elemente, die dann sicherlich für ein gutes Abenteuer reichen. Aber so wie es hier drin steht, finde ich es unzureichend. Dass meine Kritik, dass meine Zusammenfassung von diesem Abenteuer Blues für Marnie, was dann doch auch mit eines der besseren ist, wenn man eben etwas improvisiert. Damit gehen wir in eine Bewertung der drei Abenteuer.
Ja, wir haben wie immer die Punkte Modularität, Spielspaß, die Spielleiterschwierigkeit und die Bonuspunkte. Je höher die Spielleiterschwierigkeit, also die Punkte, die ich dann hier vergebe, desto einfacher ist es dann zu leiten. Das heißt, wenn es wenig Punkte bekäme, dann würde es schwierig sein zu leiten. Wir fangen an mit der Welt des Paul Wegener. Ich gehe da einfach mal runter von oben nach unten. Modularität 3 Punkte. Ich finde, es ist nicht sehr modular. Ich kann es nur in der aktuellen Zeit spielen, beziehungsweise in unserer Welt und dann mit, ja, grob um die 90er und dann eben aufsteigen. Das heißt, ich kann es nicht sehr gut. Es ist zwar sicherlich auch irgendwo möglich, aber nicht sehr gut. Auch 1920 erzählen oder eben auch in anderen Fantasy-Systemen. Daher ziehe ich hier Punkte ab. Spielspaß. Es fühlt sich sehr merkwürdig an, vor allem eher sowas wie eine Achterbahn, wie eine Geisterbahn, an der man dann vorbeilaufen kann. Es gibt natürlich auch so das ein oder andere zu tun, aber vor allem soll man wohl durch diese, ja, Traumwelt dann verunsichert werden. Also wirklich viel zu tun hat man hier nicht, sondern man läuft von A nach B, von dem einen Ort zu dem anderen Ort und am Ende darf man dann Dinge tun, damit man wieder rauskommt. Aber eigentlich ist es eine Geisterbahn, auf der man dann ja folgt. Also Railroad ist vorprogrammiert. Spielleiter Schwierigkeit. An sich ist das Abenteuer nicht wirklich schwierig. Es sind halt verschiedene Szenen. Aber man muss hier dann doch die Emotion der Spieler so schüren, dass es dann sich nach Cthulhu anfühlt, dass es dann eben auch wirklich gruselig ist. Und da muss man den richtigen Ton treffen. Ich finde, das tatsächlich ist eines der schwierigsten Sachen bei Cthulhu. Ansonsten, wenn man diese Emotionen nicht auslösen will, dann kann man Cthulhu auch einfach nehmen und dann leiten direkt aus dem Buch oder so. Aber hier muss man tatsächlich so ein bisschen sich überlegen, wie man das dann eben fokussieren möchte. Und ich finde, hier ist die Schwierigkeit dann doch etwas höher. Daher muss ich hier Punkte abziehen. Und Bonuspunkte. Ich gebe hier 5 Stück. Warum mache ich das? Weil ich das Abenteuer an sich dann doch ganz gut finde. Wenn man dann einen richtig guten Spielleiter mir abbekommt, dann wird es da sicherlich eine coole Runde entstehen. Das muss man natürlich dann eben auch mitbekommen. Man kann da auch sicherlich noch ein bisschen was verändern, kann von diesem Railroad weggehen. Dann wird der Spielspaß vielleicht noch ein bisschen größer, die SL-Schwierigkeit noch ein bisschen höher, aber ganz generell ist das ein Abenteuer, was ich auch gerne spielen würde. Vielleicht nicht unbedingt leiten, aber vor allem spielen. Und daher gebe ich 5 Punkte. Hinweis sei nochmal gegeben, dass ich 2 andere Runden verlinkt habe, beziehungsweise verlinken werde, die dann dieses Abenteuer auch gespielt haben und da möchte ich einmal darauf hinweisen, sodass ihr dann dort in diese Runde reinschnuppern könnt. Wir machen weiter mit den eisigen Tiefen. Die Modularität, ich finde, sie ist ja irgendwo auch wieder genauso wie Paul Wegener gegeben mit 90er Jahre plus, also irgendwie Delta Green und Cthulhu Now. Das kann man auch verschieben. Ich finde, das macht aber keinen Sinn, dass man es verschiebt. Das macht auch in keinen anderen Systemen Sinn, beziehungsweise in keinen anderen Welten. Es macht keinen Sinn, dass man es bei Pathfinder spielt, bei D&D oder bei DSA oder bei anderen Fantasy-Systemen. Es ist also wirklich auf unsere Welt zugeschnitten. Man kann es natürlich auch nur mit Kult oder sowas ausprobieren, aber an sich ist die Modularität, also die Verschiebbarkeit, nicht so sehr hoch. Spielspaß mache ich ganz kurz. Würde ich 3 Punkte geben. Das ist natürlich rein subjektiv. Es ist so ein bisschen Survival, ja, es ist ein Survival-Zombie-Szenario auf einer Insel. Man muss da irgendwie runterkommen. Wer das gerne mag, der kann das natürlich gerne spielen. Spielleiter Schwierigkeit. Es ist nicht schwierig zu leiten. Man hat auch hier wieder die Punkte, die gegeben sind, an denen man sich orientieren kann. Im Gegensatz zu Paul Wegener ist es auch nicht ganz so, ja, Cthulhu-esk, würde ich sagen. Also es gibt zwar wieder die tiefen Wesen und es gibt dann auch wieder irgendwelche Zombies, die einen dann angreifen, aber an sich ist es nicht so psychologisch stark wie Paul Wegener. Von daher gebe ich hier ja 4 Punkte. Man könnte sogar noch ein bisschen mehr geben, aber ich glaube, mit 4 Punkten seid ihr ganz gut beraten. Und Bonuspunkte 3. Ich finde, es ist, ja, es ist, man muss es mögen. Wenn man mal so ein Survival-Spiel machen möchte, dann soll man das gerne tun. Aber ich glaube, wenn man dann schon 2, 3 oder 4 Survival-Szenarien gesehen hat, dann wird sich das hier auch nicht wirklich unterscheiden. Von daher gebe ich 3 Punkte. Es ist ein Abenteuer, es ist okay, es ist halt nett, aber es ist halt nichts Besonderes. Ja, und damit kommen wir zu Blues für Mani. Hier würde ich gerne mehr Punkte geben, aber Modularität, ja, 1920. Man kann es eigentlich auch nicht 1890 spielen, das geht leider nicht. Man könnte sich auch überlegen, ob man es Now spielt. Das geht mit einigen Anpassungen sicherlich.
Aber es lebt gerade dieser Konflikt aus Schwarz und Weiß und dieser Rassismus, der dann vorherrscht. Und das ist ja bei Cthulhu auch gerade in den 1920er Jahren in Amerika dann auch immer wieder so ein Ding, womit man spielen kann, will. Hier ist es besonders stark. Von daher sollte man die Modularität dann in dem Jahre lassen, das nicht weiter transferieren. Auch in anderen Systemen macht es irgendwo nicht so viel Sinn. Man kann es vielleicht auch an anderen Fantasy-Systemen spielen oder auch bei Shadowrun oder so. Das geht sicherlich auch, aber ich würde dazu raten, dass man es dann hier spielt. Spielspaß. Ich gebe hier trotz der railroadigen Sachen 4 Punkte, weil es sich vielleicht gar nicht so anfühlt wie Railroad, sondern ja, wenn man das Buch halt vor sich stehen oder liegen hat, dann liest es sich alles sehr, sehr linear und man hat hier diese Aufgaben, vor die man gestellt wird. Und wenn man diesen Aufgaben nicht nachgeht, dann hat der Spielleiter vor allem ein Problem, wie man dann weiter erzählt. Aber an sich wird das sicherlich Spaß machen. Man ist sehr schnell im Abenteuer drin, was auch ein positives Ding ist. Man muss sich auch nicht unbedingt kennen, das heißt, man kann eben auch Charaktere spielen, die unabhängig voneinander agieren. Das könnte der schöne Start in eine Kampagne sein. Oder aber man kann das eben zwischen einer Kampagne spielen, wenn es dann mal so ein bisschen Erholung gibt oder so. Man kann das eigentlich überall und immer einschieben, was ich besonders schön finde. Ja, Spielleiter-Schwierigkeit, auch das ist nicht besonders schwierig. Wenn man von diesem Railroad abweichen will, dann gebe ich da eher 3 oder 2 Punkte für, weil es dann ja doch haarig wird, wie man das dann am Ende leitet, aber so wie es hier drin ist, ist es wie gesagt eher ein Film, ein Roman. Ja, und diese Railroadigkeit macht es dann eben sehr einfach zu leiten. Bonuspunkte 5, ich mag das Abenteuer, es hat irgendwie, ja, irgendwie hat das Charme. Das Finale finde ich nicht ganz so gelungen, dass es dann am Ende gegen viele Zombies auf einem Friedhof kämpfen, aber unabhängig davon ist es bis dahin ein sehr, sehr schönes Abenteuer mit vielen Grauschattierungen. Es gibt natürlich auch schwarze Charaktere, aber am Ende der Bösewicht ist gar nicht böse, sondern der hat ein eigenes Ziel, eine eigene Motivation, die man vielleicht sogar auch nachvollziehen kann. Und das macht es in meinen Augen sehr schön. Damit haben wir zusammenfassend 13, 13 und 16 Punkte. Und wir bilden den Durchschnitt. Ich gebe insgesamt 14 von 20 Punkten in meiner Rezension. Und das ist wie immer subjektiv. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Ich empfehle das Buch. Ist ein schönes und ich muss nochmal in die Abenteuer aus der Gruft Nummer 2 gucken. Da bin ich dann auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Und ich hoffe auf viele weitere Best-ofs, auf die ganzen Goldies, die dann jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Ich hoffe, euch hat die Rezension bis dahin gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.